Hey Freunde, ich bin's wieder, René von Corals4U und wir packen endlich Korallen in dieses hübsche Becken. Aber bevor wir damit anfangen, werden wir erstmal die Wasserwerte checken, weil wir haben ja ein bisschen Futter reingeschmissen, also sollte auch Phosphat da sein. Und es ist nicht der ideale Weg, aber ich habe halt Steine eingesetzt, die schon mal im Aquarium waren und deshalb, immer lieber auf Nummer sicher, ist sowieso ein Tipp, den ich immer gebe, bevor du das Aquarium besetzt mit Korallen. Am Start, check erstmal die Wasserwerte. Sind genug Nährstoffe da? Sind überhaupt Nährstoffe da? Weil in der Regel, wenn du normales Salz verwendest, sind noch gar keine Nährstoffe da drin und das ist Kacke. Das ist einfach scheiße und deshalb check mal erstmal die Wasserwerte. Wie gesagt, ein bisschen Futter reingeworfen. Die Dichte habe ich schon getestet, die ist perfekt, genau auf 35 PSU. Das Becken ist klar, Abschäumer läuft, ne? Technik funktioniert. Also wenn die Wasserwerte passen, können wir gleich direkt die ersten Korallen einsetzen. Gehen wir mal hier rüber. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier schon mal die Tests hingestellt, die wir jetzt gleich machen. Ich habe hier schon mal die Spritze aufgezogen mit dem Wasser, was wir testen. Ich ziehe das alles einfach immer einmal in eine Spritze rein und verteile es dann einfach auf die Röhrchen. Und das werden wir alles testen. Wir werden die Carbonathärte testen, Magnesium, Calcium, Nitrat und Phosphat. Die Dichte, die haben wir schon gecheckt. Also, das können wir uns sparen. So, die Wasserwerte haben wir genommen und Phosphat ist zwar ein bisschen erhöht, aber mein Gott, also 0,13, kein Grund zur Sorge. Und Nitrat ist auch schön hoch, so dass wir tatsächlich die Werte genauso haben, wie wir sie wollen. So wie es auf dem Salz angegeben war, war übrigens das Tropic Marine Salz, wer danach fragt, so sind auch die Wasserwerte. Passt also alles genauso, dass wir jetzt Korallen einsetzen können. Es ist dunkel. Nein, es ist eigentlich gar nicht so dunkel, aber die Kamera, die kriegt das nicht richtig rüber. Und das ist hier eigentlich auch nicht so blau drin, wie es auf der Kamera wirkt, aber wir brauchen Korallen. Brauche ich jetzt wieder meinen Behälter. Ich habe hier jetzt einen Behälter und werde mir mal Korallen raussuchen. Ich habe schon Gedanken gemacht, was für Korallen ich haben möchte und habe mir da auch ein bisschen was vorbereitet. Unter anderem ein in meinen Augen richtiges Highlight hatte ich noch nie. Und zwar haben wir hier so eine Fächergorgonie. Die hat ja schon richtig viele Babys. Hier unten in dem Chaosbereich haben wir hier quasi direkt einen Wasserwechsel mitgemacht. Auch noch ein bisschen was an LPS. Im Übrigen gibt es von Jörg Kokott einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, wie groß der erste Satz sein sollte. Und ich finde das eine super Idee, wie er das gemacht hat. Der hat zwei Varianten vorgestellt, wie man den Erstbesatz, zumindest den Mindestbesatz, berechnen sollte. Also jeder, der Podcast hört, kann ich den Podcast und vor allem die Folge wärmstens empfehlen. Da gibt es auch sehr, sehr gute Informationen, sehr, sehr gute Tipps. Und ich glaube, von der Grundqualifikation her gibt es kaum besseren als ihn. Zwar fangen wir erstmal mit den Korallen an, die halt schön groß sind. Ich werde die erstmal nicht festkleben. Zumindest bei denen, wo das geht, ohne festkleben. Und da haben wir hier eine richtig schöne Gorgonie. Ich habe mir natürlich vorab schon Gedanken gemacht, was ich wohin platziert haben will. Die wollte ich halt hier in dem Bereich platziert haben. Gucken, ob das halt von der Strömung so passt. Die Fächergorgonie, ich glaube, da kommen wir aber nicht drum herum, die zu kleben. Die ist lila und die ist zuckzahntäsch. Die braucht halt relativ viel Strömung, aber die bewegt sich hier richtig gut. Das gefällt mir schon mal. Wir haben jetzt die ersten Korallen im Aquarium, aber wir haben ja immer noch das Problem mit der Fächergorgonie. Ich finde den Ort da geil, aber die hält nicht, also die werden wir jetzt kleben. Der Rest ist einfach erstmal nur reingelegt und ich zeige euch gleich nochmal ein paar Aufnahmen, wie das Ganze aussieht, wenn die Korallen offen sind. Das kann jetzt ein Weilchen dauern, es ist ein komplett neues Becken. Deshalb da auch keine Panik, wenn die Korallen nicht direkt aufmachen, manchmal dauert das ein bisschen. Aber jetzt machen wir erstmal noch
Gorgonie fest. Klebern kann ich euch zuwerfen. Einer meiner Favoriten ist der Zweikomponentenkleber. Der ist halt immer gut geeignet, wie jetzt bei der Gorgonie, wenn wir ihn auf jeden Fall brauchen. Weil die ist ja so lose und wir müssen halt den Stamm irgendwo festmachen und den können wir schön drumherum kneten und der hält auch schnell. Dann haben wir hier einen anderen Zweikomponentenkleber. Der braucht länger zum Aushärten, ist aber auch gut geeignet, ist auch ein bisschen schwieriger zu mischen und versaut die Finger, einfach gut zu wissen. Und das A und O, meiner Meinung nach, wichtigste, Sekundenkleber auf Gelbasis. So, jetzt einfach mal ein bisschen Werbung für Sekundenkleber und was für Kleber gibt, aber das ist das A und O. Den kannst du auch wunderbar kombinieren, hiermit oder auch mit dem anderen, weil die meisten Zweikomponentenkleber, die kleben nicht von selbst. Riffbond, Topkleber, aber den kriegst du nie wieder ab. Willst du also mit Riffbond etwas festmachen, jetzt, und du merkst, der Koralle gefällt es da nicht, den kriegst du nie wieder ab. Aber auch die Variante aus Zweikomponentenkleber und Sekundenkleber kannst du wieder lösen, also mein Favorit. Klebt mal einmal die beiden Teile zusammen. Beiden Komponenten aus der Gorgonie und machen hier einmal um den Fuß, sodass das halt hier ein bisschen eingeschlossen ist. Tropfen Sekundenkleber drauf. Jetzt können wir die nämlich wieder hier hinsetzen, wo wir die eigentlich haben wollten. Sind jetzt im Becken. Die gehen auch schon langsam auf, also ich bin super happy damit. Läuft wunderbar. Wie geht's weiter? Es wird noch die Ugly Time kommen, sage ich mal. Wahrscheinlich in 1, 2, 3 Wochen werden wir erstmal ein paar Kieselalgen haben. Ist mir egal. Machen nichts. Sieht nicht schön aus, aber nach ein paar Wochen verschwinden die selbst schon wieder. Aber wir werden erstmal nächste Woche weitere Korallen einsetzen. Warum? Um einfach halt mehr Nährstoffverbraucher in das Becken zu bekommen. Um halt auch so ja, eine Balance ins Becken zu bekommen mit Verbräuchern. Und dann werden wir halt auch Tiere einsetzen, wie Fische werden wir einsetzen, aber auch jede Menge Krabbler. Ich bin ganz, ganz großer Freund von Schnecken. Und ich habe mir aber auch noch gar keine Gedanken gemacht, was für Tiere da rein sollen. Aber das war's von mir. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Euer René von Corals4U.